Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Survive the Nights. Ich sehe gerade, wir haben keine Spieler auf dem Server und jetzt ist eine Woche vergangen, seitdem ich das letzte Mal drin war. Und dann schauen wir einfach mal rein, ob die Base noch steht, würde ich mal sagen, ne? Zum Glück sind gerade keine Spieler online, das heißt, ich kann mich heute ein bisschen um die Base kümmern, die noch ein bisschen ausbauen. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob noch alles da ist. Ui, da sind wir drin. Türen sind zu. Das Schloss ist noch auf voller Haltbarkeit. Das sieht schon mal sehr gut aus. Alles ist noch da. Perfekt. Was haben wir denn für eine Tageszeit? Morning. Hört sich auch gut an. Finden Sie einen Parkplatz? Open Inventory and Craft a Compass. Hä? Das habe ich doch schon fertig. Na gut, machen wir mal einen Kompass. Okay, das scheint buggy zu sein. Open the Map. Guck mal, alles ist fertig. Jetzt habe ich einen Kompass gecraftet. Habe ich überhaupt einen Kompass gecraftet? Ja, hier, guck, jetzt habe ich zwei. Aber irgendwie will er das nicht annehmen. Ich probiere das später nochmal. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Okay, der ist auch noch da. Gucken wir da mal eben rein. Okay, Holz. Zündkerze. Ja, ich muss jetzt natürlich erstmal ein bisschen was loswerden. Wieso kriege ich das nicht rein? Es scheint irgendwas hier. Nicht richtig zu wollen. Altmetall. Ja, da kriege ich nichts rein. Vielleicht ist das Gewicht überschritten. Was mache ich denn jetzt? Kann ich denn da was rausnehmen? Ne, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Hey, Kollege. Was sagt mein Inventar? 93 von 100. Ich muss eigentlich. Wieso kann ich dann nicht? Hier, Player Storage. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch. Da würde ich gerne noch ein Lockkit reinmachen. Die Tür ist offen. So, ich habe ja hier oben noch. War das der? Da. Da habe ich ja noch meinen Lootraum. Oh, ich glaube, ich habe sogar noch ein Lockkit. Guck mal, hier ist nichts drin. Aber da hatte ich auf jeden Fall auch was drin. Okay, das ist jetzt alles ein bisschen merkwürdig. Schlosskit. Ich kann jetzt auch nicht einfach. Ja, ist alles ein bisschen durcheinander, ne? Kombinationsschloss. Warte mal, Schraubenzieher. Den nehme ich nochmal mit. 70 Batterien. Ein Kompass brauche ich nicht. Stoff, da mache ich mir gleich noch Bandagen von. Ja, packe ich hier mal das Essen rein. Nägel. Oder wurde ich da unten vielleicht ist da ja doch nichts drin.
Aber wie soll hier jemand reingekommen sein, ne? Ah, jetzt geht's. Jetzt scheint's zu gehen. Okay, gut. Ist auf jeden Fall alles noch da. So. Ich werde hier jetzt ein Schloss anbringen. Ach, guck mal so, ne? Das ist auch perfekt. Dann kann ich da jetzt auch noch Loot loswerden. Die Tür könnte ich ja eigentlich auch schon. Aber ich glaube, ich mache hier erstmal meine Player Storages. So. Dann kann ich da alles Mögliche reinschmeißen. So, warte mal. Ich will das jetzt nochmal ausprobieren. Nochmal einen Kompass zu craften. Geht natürlich jetzt nicht mehr. Okay, dann loote ich nochmal ein bisschen Altmetall, weil mich nervt das hier immer, wenn das angezeigt wird. Ich meine, kann ja auch ganz praktisch sein, wenn man jetzt Altmetall farmen will, dass die Map einem immer anzeigt, wo das nächste Altmetall zu finden ist. Ich habe aber wenig Leben. Bandage herstellen. Warte mal. Bandagen. So. Reicht. Eigentlich könnte man das so ein bisschen ausnutzen, um jetzt hier jede Menge Scrap Metal zu farmen, ne? Na gut, jetzt zeigt da nichts mehr an. Ach, weil ich 3 von 3 habe, ne? So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich drücke jetzt so drauf. Herstellen. Ha, jetzt hat er's. Na guck mal, die Questreihe geht jetzt auch nicht weiter, ne? Normalerweise würde nach dieser Quest ja dann irgendwann auch das mit dem Auto und so kommen. Naja, gut. Machete. Die müsste ich dann irgendwann nochmal reparieren. Die möchte ich jetzt ungern verlieren. Sobald ich einen Wetzstein gefunden habe, werde ich die dann schärfen. Obwohl das Kampfmesser... Ah, ich kann mit dem Ding nicht. Nehmen wir mal wieder die Machete. Na komm. Ah, 10%, die hatte doch eben noch 20. Oder schießen wir jetzt einfach ein bisschen. So, looten. Genau, Strom hätte ich auch noch gern. Wir können Ausschau halten nach einem Generator. Vielleicht gucke ich mal in die Tankstellen. Na, 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 na. Junge! So. Oh, hier sind auch die Türen offen. Als wäre hier einer gewesen vor kurzem, ne? Aber soll ja anscheinend keiner auf dem Server sein. Stirnlampe. Ich weiß gar nicht, ob ich eine habe. Ich nehme die nochmal mit. Hallo? Ach so, okay. Ich habe eine. Warte mal, wo war denn jetzt da hinten? Das war der Laden, den wir uns gemerkt haben, oder? Zack. Uiuiuiui. Alter, ja. Ja, wir haben so viel Munition, dass wir uns das auch mal leisten, ein bisschen zu ballern. Da ist schon mal der Wettstein. Damit können wir jetzt gleich ein Schlosskit. Perfekt.
unsere Machete schärfen. Muttern und Bolzen. So, hier ist auf jeden Fall kein Generator drin. Aber da hinten ist ja die Tankstelle. Dann hoffen wir da mal auf unser Glück. So viele Zombies hier. Zum Glück sind die nicht mehr so krass, wie sie mal waren. Wenn die jetzt alle rennen würden. Alter. Heute bin ich nicht so zielsicher wie in den letzten Folgen, wa? So, jetzt. Tür zu. Was ist denn hier los? Oh Gott. Ich möchte Bandagen benutzen. Gar nicht mal so einfach hier gerade. Wird das schon wieder dunkel? Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt hat er schon wieder diese Kompass-Quest mir da oben angezeigt, ne? Also da scheint irgendwas ein bisschen buggy zu sein. Kombinationsschloss. Seilzugstarter. Oh Gott. Schrauber. Alter. Kann jetzt nicht einfach 10.000 mal Kompass craften. Ein Kühler. Keilriemen. Kein Generator, ne? Aber während wir jetzt auf der Suche nach einem Generator sind, können wir ja schon mal die Sicherung besorgen und den Verlängerungskabel Extension Cord, den habe ich da eben irgendwo gesehen. Habe ich das jetzt aufgehoben? Sicherungsschalter. Verlängerung. Ja, habe ich aufgehoben. Okay. Das haben wir dann schon mal. Oh Gott. Strom wäre echt cool. Wo könnte ich jetzt am ehesten... Es lohnt sich echt, auf die Köpfe zu zielen. Das spart Unmengen an Munition. So, dann nehmen wir mal die Lola und Gary. So. Ja, schießen lockt natürlich auch Zombies an, ne? Da sind ordentlich Zombies drin. Nein, 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 nein. Wird das schon wieder dunkel? Nicht so gut, die Waffe hier. Alter! So. Jetzt sollte ich tatsächlich wirklich mal meine Machete... Wo ist sie? Ich komme hier nicht klar, ne? Mit dem Sortieren. Wetzstein, ja, ja, ja. Waffen, Waffen, Waffen sind, müssen doch hier irgendwo sein. Machete. Schärfen, siehste. Dann haben wir die nämlich wieder. Ah, da haben wir noch eine. Nehme ich auch gerne mit. Weil ich habe letztens eine selber hergestellt, ne?
Was man dafür alles braucht. Werkbank, Zange, dies und das. Oh, nee, das wollte ich nicht. Shift und E, um das Holz wieder rauszuziehen. Propantank kann ich nicht mehr mitnehmen. Was ist das? Filmdose? Ui, die kann ich dann im Kino einlegen, wa? So, was haben wir da? Ja, nehme ich auch mit. Na komm. Zack. Da liegt noch eine Machete. Ja, ich spiele halt echt gerne mit den Macheten, ne? Spart Munition. Ziehmesser habe ich schon eins. Nehme ich trotzdem mal mit. Aber warum sollte hier ein Generator drin sein? Aber Munition ist hier drin. Zack. Was sagt denn die Uhr? Arriving tonight. Horde 8. Ach du Heilige. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Holz. So, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Hau ab. Kann ich die hier... Berry Bundle. Guck mal, Bären. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Essen habe, um zur Nacht hin noch meine Kalorien zu füllen. Vielleicht kann ich die Bären ja mit in den Eintopf schmeißen. Weiß ich gar nicht. Muss ich gleich mal ausprobieren. So, hier sind wir wieder zu Hause. Ich weiß gar nicht, was ich ablegen... Achso, ist ja gar nicht alles. Vergaser für Kleinmotoren. Hier Holz, kann ich schon mal gleich hier reinlegen. Das brauche ich jetzt gleich in der Nacht. Muss nochmal schnell Holz sammeln. Kühler, Seilzugstarter, hier Altmetall... Ja, Essen lasse ich jetzt erstmal im Inventar. Ich will gleich nochmal gucken, dass ich mir jede Menge Essen einpacke. Den Akkuschrauber lasse ich jetzt auch nochmal eben. Bolzen brauche ich jetzt erstmal nicht. Die Sicherung. Ziehmesser, Keilriemen, Filmdose. So. Jetzt besorgen wir uns nochmal Holz. So viel es geht auf kurze Zeit. Ach, zeigt er mir wieder Altmetall an. Habe ich eine Axt dabei? Ja, ne? Dann fällen wir einen Baum. Dann kriegt er hier auch Holz. Aber vielleicht ist das die schnellere Methode. Ja, das hat jetzt am Anfang erstmal ein bisschen gedauert, wieder reinzufinden.
Aber jetzt weiß ich auch wieder. Na komm, rein da. Das ging auch mal schneller, durch die Fenster zu steigen, ne? So, hier nochmal Holz rein. Na guck mal, hier ist das Ding ja. Da habe ich schon mal 5 Stück drin. Hier auch Holz rein. Dann habe ich das schon mal erledigt. So, was kann ich hier schon mal reinschmeißen? Bärenbündel, tatsächlich. Ups, 60 Kalorien. Hallo? Rüben. Das dauert ja echt. Also mit den Bären. Ach, was soll denn das? Da müsste man auch schneller drücken können, ne? Ein Topf, ein Topf, ein Topf. Kalorien, das ist ja nix. Hatte ich hier noch mein ganzes Fleisch irgendwo? Oder ist das mittlerweile... Ich weiß auf jeden Fall, dass ich oben noch was hab. Guck mal, noch ist gar nicht dunkel. Eigentlich könnte ich noch looten. Guck mal, ich loote mal meine eigene Küche. Verdorben. Ne, das mache ich da nicht rein. Ramen. Cracker. Jaffa Cakes. Grüne Bohnen. Mais. Muschelsuppe. Jo, und das alles in einen Topf, ne? Aber ist ja auch Mode zurzeit, ne? One-Pot-Cooking. One-Pot-Cooking heißt das so. So, hier oben habe ich auf jeden Fall auch noch Essen drin. Nägel brauche ich jetzt nicht, aber Schrauben brauche ich. Nägel, Ravioli, Lachs. Ah, da komme ich doch bestimmt auf meine Kalorien, hm? So, Schrauben habe ich hoffentlich noch im Auto oder im Inventar. Ja, die Nächte sind halt echt heftig. Also Horde 8. Ich weiß jetzt nicht, kommt eigentlich jede Nacht jetzt eine Horde? So, alles rein hier. Das reicht auf jeden Fall dicke. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Wie gesagt, Schrauben. Habe ich Schrauben? Muttern brauche ich nicht. Nägel. Da, Schrauben. Die brauche ich. Verstärkte Stange. Da weiß ich auch noch nicht, was man damit machen kann. Dosenöffner. Holz. 21 Stück. Ah, Holz habe ich auch noch. Gut. Sind hier noch mehr Schrauben? Nee, ne? Ich sehe gerade keine. Gut, wenn jetzt immer noch nicht Nacht ist, dann looten wir noch mal ein bisschen was. Altmetall. Ja, vielleicht mache ich doch nochmal irgendwann das ganze Haus zu. Aber eigentlich ist es ganz gut, nur eine Tür zu haben, auf die man aufpassen muss, ne? Vielleicht wird es irgendwann Sinn machen, die Zombies auf mehreren Türen zu verteilen. Ich könnte theoretisch auch noch ein zweites Lagerfeuer dahin packen, ne?
um den Pool zu vergrößern. Ach. Nicht sterben. Warum habe ich meine Machete nicht? Ist sie kaputt gegangen? Ah, komm. So, Generator. Was ist das? Lichtschalter? Ah, vielleicht brauche ich den ja auch nochmal. So, hier, ein Topf. Kann ich den mitnehmen? Mehrere Töpfe. Blumentöpfe. Shift und E. Weiß nicht, wie viel Gewicht die jetzt wegnehmen. Aber ich weiß ja nicht, ob man auch nochmal was anderes anpflanzen kann, als nur diese Beeren, weil da hat man ja gesehen, die bringen ja nicht wirklich viel, ne? Feuerwerkskörper. Kann man bestimmt auch irgendwelche Fallen mitbauen. Ja, Bandagen nehme ich mit. Stoff. Ah, ich hätte echt gern einen Generator, ne? Also an der Tankstelle kann man sich ja den Strom zapfen und die Tore bedienen. In meiner Wohnung, in meiner Base, weiß ich gar nicht, Licht hätte ich denn halt, ne? Weiß gar nicht, was man dann noch machen kann mit Strom. In diesem Haus, in dem ich gerade wohne. So, hier ist erstmal nichts. Hier gerade nochmal eine Treppe gesehen. Achso, da ging es nur nach oben. Ah, langsam wird es dunkel. Es dämmert. Ah, kein Holz drin. Scrap Metal. Ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt nochmal, dass ich mir noch das Holz vom Hinterhaus hole und vielleicht wirklich noch ein zweites Lagerfeuer dahin stelle. Lagerfeuer herstellen. Kann ich das da drauf stellen? Nee, ne? Ja, ich glaube, die klettern alle meistens hier durchs Fenster, ne? Ja, komm. Was habe ich denn jetzt alles gelootet? Vergaser brauche ich nicht. Altmetall brauche ich jetzt da drin auch nicht. Die Blumentöpfe. So. Kommen wir jetzt nochmal ganz schnell zu dem Baum. Okay, schnell ist auch gut gesagt. Hier war ja noch eine Tür, ne? Ja. Wo ist meine Axt? Gleich geht's los. Ach, schon wieder Inventory full. Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt hier. Ja, ist voll. So. Kann ich ja schon mal anmachen. Ja, ich heile mich ja auch durchs Lagerfeuer, ne?
Was sagt denn die Uhr? Evening. Level 8 Horde. Bin ich mal gespannt, ey. Schuss. Ah, die haben alle die gleiche Munition, außer die. Ja. Tools, Axt, Hammer, Schraubenzieher, Akkuschrauber. Okay. So, dann essen wir mal. Diesmal esse ich es auf jeden Fall nicht roh. So. Gut gegessen. Ich will das Feuer nicht zu früh anmachen. Nicht, dass das ausgeht noch während der Horde. Ich habe ja auch noch Gewehre, ne? Clinchester, auch 72 Schuss. Und die Schrotze mit 114 Schuss. Ah, es wird schon. Arriving tonight, Horde 8. Night. Also Night haben wir schon mal. Dann müsste ja bald die Meldung kommen. Dass die Horde startet, ne? Ja. Okay, dann machen wir das Lagerfeuer mal an. Und die Tür zu. 400, 400. 370, ja gut, passt. So, dann bin ich mal gespannt. Dann können sie kommen. Ja, herstellen. Das nervt mich jetzt mit dem hier, ne? Holzknüppel. Habe ich eigentlich einen Baseballschläger irgendwo? Müsste ja eigentlich auch über diese Taste hier. Kampfmesser, Machete, 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 Kampfmesser. Nee. Oh ja, Horde has arrived. Jetzt geht's los. Ich wollte eigentlich mal was ausprobieren, aber gut. Jetzt die Halterung. Schwer zu treffen. Ah, der brennt nicht, ne? Treffe ich sie nicht? Ich glaube, ich nehme mal die Schrotflinte. Wo war die Nummer? Nee, da. Wäre natürlich cool, wenn die jetzt nicht durchkommen, weil hier so viele Leichen liegen, ne? Guck mal.
Die Verbrennung kommt gar nicht an die Tür ran. Nochmal. So. Ah, jetzt gehen sie aber ab, wa? Ja, looten würde ich dir natürlich auch gern, aber das lasse ich jetzt mal lieber. Ja, geil, dass die nicht an die Garage rangehen, ne? Also wenn man jetzt eine Garage hätte, die gar keine Tür hat. Wobei ich das ja angenehmer finde, hier das Ding mal eben zu reparieren, als die Fenster wieder dicht zu nageln, ne? Dann ist mir das schon angenehmer. Ja, guck mal, wie der verbrennt, ne? Oh, jetzt kommen aber viele. So, nochmal reparieren. Damit komme ich nicht mehr ran. Bam! Ja, Clinchester ist halt krass, ne? Könnte natürlich auch warten, bis sie verbrennen, ne? Aber durchs Killen gibt es auf jeden Fall XP, ne? Wenn die verbrennen, glaube ich nicht, dass ich XP kriege. Oder? Ja, eigentlich auch so umfallen. Aber das wird mir gerade ein bisschen zu viel, ne? Ja, doch, guck. Ja, die fallen auch so um. Aber gibt keine Erfahrungspunkte. Morning approaching. Kill all horde zombies to progress. Das kriegen wir doch hin. So.
Ja, komm her. Aber lieber nochmal die Tür zu, wa? Die Horde ist jetzt gleich durch. Bam! Survived Horde. Sehr gut. Ich habe doch auch eine Headlamp. Warte mal. Bevor ich hier jetzt... Kopflampe, Stirnlampe, da ist sie doch. Einschalten. Dann mache ich nämlich jetzt auch das Feuer hier aus. Und dann starten wir den Tag. Guck mal hier, da gibt es überall Altmetall. Kampfmesser, Machete. Oh, gibt's ja noch. So, Zombies killed. Ordentlich was gekillt, würde ich sagen. 3 Nächte überlebt. Meine Leben haben sich erhöht. 50 XP. Gaben die Horde-Zombies nicht nur 25 XP? Ah, Benzin. Ich habe keine Jerrycan dabei, ne? Hm. Ja, ich muss irgendwie mal mein Inventar loswerden. Ich habe eigentlich viel zu viel Zeug dabei, was ich immer mitschlepp. So, fangen wir mal an hier. 12 Holz. Zündkerzen, Vergaser, Schrauben, Altmetall und Essen, Schraubenzieher. Schraubenzieher kann ich erstmal im Inventar drin lassen, aber dafür Verlängerungskabel lege ich den Akkuschrauber ab. So, Pistole, Nägel brauche ich jetzt erstmal nicht. Machete, 91, 72, 42. Ja gut, 2 Macheten behalte ich erstmal. Lichtschalter, Stirnlampe, Hammer. Aha, komm, erstmal ablegen. Kampfmesser, Axt, ja komm, leg ich die Axt jetzt auch ab. So, jetzt kann ich ordentlich looten. Was zeigt er mir hier an? Wieder Altmetall, ne? Ja gut. Nimm ich halt mit. Stoff. Drei Scrap Metal, Alter. Es lohnt sich richtig, einfach mal kurz vor die Haustür zu gehen. Hey. Dass man hier alles looten kann, direkt vor der Haustür, ne? Da müsste ich mich mal schlau machen, wegen
so Metallbarrikaden. Soll ich das mal probieren? Um die Fenster zu barrikadieren, ne? Warte mal. Dann nehme ich den Hammer mal doch wieder raus. Und zwar Tools. Da gibt es ja schwaches Brett, Brett, Brett verstärkt, Metallplanke, Sperrholz, Sperrholz verstärkt, Blech, Fenstergitter. Das wäre natürlich am krassesten, oder? Das Fenstergitter ist das krasseste. Dann schauen wir mal herstellen. A, B, C, D, E, F. Fenstergitter. Verstärkte Stange, Bolzen und Muttern. Verstärkte Stange. Verstellbarer Schraubenschlüssel braucht man dafür. Und eine Werkbank, ja. Ich kann hier, guck mal, da kann ich drauf drücken. Aber verstärkte Stange kann man anscheinend nur finden, ne? Und da braucht man wohl 6 Stück für. Gut. Wie hieß das andere Ding? Blech, ne? Ach cool, man kann die auch so drehen. Blech, da braucht man dann mal 2 Stück für, ne? Oder sagen wir mal 4 Stück für außen und innen. Blech. Altmetall, Bolzen, Muttern. Dann schauen wir mal. Hier muss ich gucken. Bolzen haben wir auf jeden Fall 1000 Stück. Und Muttern habe ich hier jetzt keine. Ah. Gucke ich mal da oben. Irgendwo habe ich auf jeden Fall noch Muttern. Ist ja gar nichts mehr drin, ne? Nägel. Nägel. Oder die sind vielleicht in meinem Auto. Ich würde erstmal bis auf dieses Fenster alle anderen Fenster dann zu barrikadieren. So. Muttern. Oh, nur 50. Muttern ist dann eher Mangelware, ne? Vielleicht kann man Muttern auch herstellen. Ja, kann man. Auch aus Altmetall. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Ich habe auf jeden Fall einen. Aber wo? Search. Verstärkte Stange, 3 Stück. Verstellbarer Schraubenschlüssel, guck mal. Ich sollte mehr mit der Search-Funktion arbeiten. So, Muttern. Wie viel stelle ich denn damit her? Wo sind meine Muttern? Hier. Herstellen. Ah, 50 Stück. So. Da kommen einmal noch. Weiß ja nicht, wie viel man da jetzt braucht. Ich glaube, am meisten Altmetall, ne? Habe ich hier noch Altmetall drin? Nee, doch. So, und dann hatte ich hier ja auch noch Altmetall drin. Oder habe ich das schon rausgenommen? Oh, ja. Ja, immer im großen Stil. Schauen wir mal, ob ich mir Blech herstellen kann. Blech. Guck mal, immer nur 10 Muttern. Ah, es fehlt an Altmetall. Na gut.
Nee, ich baue die von innen an. Blech. Ah. You need two nails to place. Ah, gut. Nagel, keine. Oder heißt das Nägel? Wieso komme ich hier jetzt nicht mehr raus? So. Nägel, guck. So. Bam. Was steht da? 230, das ist ja nicht viel. Erstmal nur ein pro Fenster. Und was brauche ich dafür? Nägel, okay. Hä? Aber so ein Brett hat doch, glaube ich, schon mehr, oder nicht? Geht das eigentlich auch mit der Bohrmaschine? Nee, ne? Habe ich nicht dabei. Dann gibt es bestimmt auch irgendwas, womit das schneller geht, oder? Auf jeden Fall brauche ich jede Menge Altmetall, wenn ich das hier alles zuknallen will, ne? Wie sieht denn das jetzt aus von hier? Ah! Wieso? Ne? Fensterrollläden. Zack! Ich kann auf jeden Fall noch was looten. Ach, jetzt habe ich wieder keine Jerrycan dabei. Benzin muss ich wohl hier lassen. Aber jetzt kann ich jede Menge Scrap Metal farmen. Und Ausschau nach einem Generator halten, ne? Auf jeden Fall nochmal eine Bandage oder First Aid Kit. Ah, das benutzen. Drei First Aid Kits habe ich dabei. Zack. Volle Leben. Scrap Metal, Scrap Metal. Hier gibt's Holz. Kann man das hier pflücken? Nö, ne? Ah, hier war ich schon. Mir ein bisschen zu schnell gerade. So. Ah.
Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wenn das so orange leuchtet, heißt das, dass ich das schon gelootet habe. Das ist auch neu. Cool. Gut zu wissen. Ah, mein Hammer geht ja bald kaputt. Nehme ich mir gleich mal einen neuen mit. Was sagt eigentlich meine Hydration? Ah, geht auch. Aber ich bin voll außer Puste. Hab gar nichts zu trinken dabei. Das ist auch immer so ein Ding hier mit dem Eintopf, den ich mir abends immer mache, ne? Ich brauche da überhaupt kein Wasser reinmachen, aber ich kriege nachher trotzdem Hydration, wenn ich den esse. Na komm. Ja, ich bin außer Puste. Ich brauche mal irgendwie so eine Energy Bottle oder so. Gibt's hier neuen Loot? Oh ja. Noch ein Lockkit. Ja, Batterien brauche ich auch für meine Kopflampe. Die ist auch leer. So. Muttern. Schrauben. Sehr gut. Scrap Metal. Waffen. Reflexvisier. Hm? Picked up, picked up, picked up. Nimm ich das jetzt auch tatsächlich immer mit? Nee, ne? Komisch. Das ist irgendwie buggy. So, ich bin voll. Oh, Machete kaputt. Ja, ich hätte auch durch die Garage gehen können, ne? So. Ich möchte Blech herstellen. Was? Nur einen einzigen konnte ich herstellen? Man kann das ja auch hier nicht lesen. Altmetall. 6 Stück. Mehr habe ich nicht gesammelt, oder was? Oh, dann packe ich hier nochmal mein Holz rein. Ah, Muttern braucht man anscheinend doch nicht so viele, ne? Ups, ich weiß gar nicht, was ich jetzt abgelegt habe. Irgendwas, was ich nicht ablegen wollte. 14%, 92% lege ich den ab. Ah, okay, die kann ich nicht mehr ablegen. Oh. Also da muss ich jetzt anscheinend eine ganze, ganze Menge Schrauben.
Altmetallfarm, wa? So, ich lege das erstmal hier rein, dass ich mehr Platz habe. Schlosskit. Karton. Bolzen. Schrauben. Achso, den brauche ich ja, ne? Ach, vielleicht nachher sterbe ich noch. Ich lasse den erstmal hier. Ist ja in Ordnung. So. Hier kann man auf jeden Fall gut looten. Weiß gar nicht, ob der Loot schon wieder respawned ist. Ja, komm. Lass mich doch. Jo, du hast mir richtig wehgetan, Alter. Bandagen. Afternoon. Na gut. Ach, das hatte ich schon. Jetzt haben wir auch schon wieder eine Stunde gezockt, ne? Heftig. Habe ich gar nicht so mitgekriegt. Na gut. Ich würde sagen, das reicht auch. Eine Stunde ist ja schon mehr als genug. Dann würde ich mich hier verabschieden an der Stelle und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss.